Ursprünglich bedeutet Geographie so viel wie Beschreibung der Erde. Heute wollen wir uns ein wenig auf den Kontinenten umsehen, um herauszufinden, wie die Menschen im Laufe der Jahrhunderte die Welt benannt haben. Mit Namen voller symbolischer, poetischer und politischer Bedeutung. Das sind die sechs Kontinente. Die großen Landmassen begaben bereits im Altertum ihre Namen. Die Griechen nannten das Ostufer des Ägäischen Meeres Asien und das Westufer Europa, ohne dass sie beide voneinander abgrenzten, denn sie lebten beiderseits der Ägäis. Dem ursprünglichen Paar Europa und Asien fügten die Römer den Begriff Afrika hinzu. So nannten sie das Südufer des Mittelländischen Meeres, das sie im 2. Jahrhundert vor Christus eroberten. Die Europäer gaben dem Rest der Welt erst sehr viel später Namen, und zwar ab dem 15. Jahrhundert im Laufe der großen Entdeckungen. Damals brachen die Portugiesen dank Heinrich dem Seefahrer zur Suche nach den Gewürzinseln auf und verliehen den entdeckten Gebieten Namen. So bedeutet Madeira Holz auf Portugiesisch, denn die Insel war bewaldet. Auch der afrikanischen Küste gaben sie Namen. Mit Guinea bezeichneten die Tuareg dunkelhäutige Menschen. Und an der Südspitze des Kontinents wurde das Kap der Stürme bald in Kap der guten Hoffnung umbenannt. Die neue Welt schließlich, in der Kolumbus 1492 landete, wurde nicht von ihm selbst benannt, sondern von dem deutschen Kartografen Martin Waldseemüller, der im Vogesenort Saint-Dié lehrte. Um die Umrisse des neu entdeckten Erdteils auf seiner Weltkarte einzuzeichnen, stützte er sich auf die Berichte des italienischen Seefahrers Amerigo Vespucci. Und so heißt er noch heute Amerika, weil andere Kartografen, wie zum Beispiel Gerhard Krämer, genannt Mercator, im Jahre 1538 den Begriff sogleich aufgriffen. Australien wurde im 17. Jahrhundert von Holländern entdeckt und hieß zunächst Neuholland, wurde aber später nach dem Begriff Terra Australis, südliches Land, Australien genannt. Denn bereits in der Antike glaubte man an eine Landmasse im Süden als Ausgleich für die großen Landmassen im Norden. Schließlich die Antarktis, als letzter im 18. Jahrhundert entdeckter Kontinent, bekam sie ihren Namen als Gegensatz zur Arktis. Diese liegt unter den Sternbildern des großen und des kleinen Bären und Bär heißt auf Altgriechisch Arktos. Die Antarktis liegt demnach auf der entgegengesetzten Seite der Erde. Auch die Bezeichnungen für die Weltmeere stammen aus der Zeit der Entdeckungen. Der Indische Ozean wurde auf dem Weg nach Indien von portugiesischen Seefahrern überquert. Und der Pazifische oder Stille Ozean zeigte sich Magellan von seiner friedlichen Seite. Nur der Atlantische Ozean verweist auf die griechische Mythologie, und zwar auf den Titan Atlas, der den Himmel auf den Schultern tragen musste. Sehen wir uns nun die neue Welt genauer an. Kolumbus hinterließ ihr zwar nicht seinen Namen, aber es wurden mehrere Orte und Gebiete nach ihm benannt. Die kanadische Provinz British Columbia und der Columbia River, der District of Columbia mit Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, die Städte Columbia in South Carolina, Columbus in Ohio und in Georgia sowie Colón in Panama. Und das Land Kolumbien in Südamerika. Manchmal wurden in der neuen Welt auch Namen aus der alten verewigt. So wurden Städte nach Heiligen benannt, wie San Francisco und St. Louis, Santo Domingo in der Karibik, Santiago in Chile und Sao Paulo in Brasilien. Der Amazonas wurde von den Spaniern so genannt, weil sie dort auf kämpfende Frauen trafen, die sie an die Amazonen der Antike erinnerten. Auch die Herkunftsländer der Entdecker standen bei der Namensgebung Pate. So wurde das von Holländern gegründete Neu-Amsterdam erst später in New York umbenannt. Louisiana verdankt seinen Namen dem französischen König Ludwig XIV. Andere Stadtnamen spiegeln den Wunsch nach einer besseren Welt wider. Dazu gehören Providence, das so viel wie Vorsehung bedeutet, aber auch Philadelphia, griechisch für Bruderliebe. Einen großen Einfluss hatten auch Begriffe aus den Indianersprachen.
So bedeutet Kanada in der Sprache der Irokesen Siedlung oder Dorf. Ontario ist ebenfalls irokesisch und bedeutet wunderbarer See. Ottawa, der Name der kanadischen Hauptstadt, bedeutet Händler in der Sprache der Algonkin. So nannte man den Stamm, der dort am Fluss Handel trieb. In den Vereinigten Staaten findet man geografische Namen indianischen Ursprungs, Mississippi, Oklahoma, Dakota, vor allem im Zentrum des Landes zwischen den Appalachen und den Rocky Mountains, wo sich Weiße und Indianer im 19. Jahrhundert während der Eroberung des Westens bekämpften. In den Gründerstaaten an der Ostküste sowie an der Westküste, die lange Zeit unter spanischer Herrschaft stand, sind die Namen meistens europäischen Ursprungs. Aber man kann die Angelegenheit auch von einem anderen Standpunkt aus betrachten. Denn in jedem Ortsnamen kommt die Besitzname zum Ausdruck, auch wenn einheimische Namen übernommen werden. Das wurde oft deutlich, als Kolonien selbstständig wurden. Eine der ersten Maßnahmen war oft die Änderung der von der Kolonialmacht verliehenen Namen. In Afrika wurde Obervolta in Burkina Faso, Land der aufrichtigen Menschen, umbenannt. Nordrhodesien in Sambia, Südrhodesien in Simbabwe. An anderer Stelle ging man anders vor. Auf indischen Karten verschwinden die englischen Städtenamen Bombay, Kalkutta, Benares und Madras und werden durch Mumbai, Kolkata, Varanasi und Chennai ersetzt. Und Indien versucht, den Gebrauch dieser Namen auch auf internationaler Ebene durchzusetzen. In Russland wurden nach dem Zerfall der UdSSR 1991 viele sowjetische Ortsnamen geändert. Leningrad wurde zu St. Petersburg. Kaliningrad wurde allerdings nicht in Königsberg umbenannt, wie die Stadt bis zur Annexion durch die Sowjetunion im Jahre 1945 geheißen hatte, denn in Moskau fürchtet man deutsche Gebietsforderungen. Manche geografischen Namen führen sogar zu diplomatischen Auseinandersetzungen. So wurde die Bezeichnung Japanisches Meer für das Seegebiet zwischen Japan und Korea von der Internationalen Hydrographischen Organisation 1928 offiziell anerkannt. Die Koreaner fechten die Bezeichnung allerdings an. Sie sind der Meinung, nicht zu Rate gezogen worden zu sein, denn zu der Zeit war ihr Land eine japanische Kolonie. Sie fordern die Bezeichnung Ostmeer, da Japanisches Meer zu sehr an die japanische Besatzung erinnere. 1992 brachte Südkorea den Fall vor die Einrichtung, die bei den Vereinten Nationen für die internationale Festlegung geografischer Namen zuständig ist. Und auf koreanischer Seite gibt es mehrere Gruppen, die im Internet gegen Personen und Landkarten vorgehen, die die Bezeichnung Japanisches Meer und nicht Ostmeer verwenden. 2005 brachten sie Google dazu, auf Google Earth die Bezeichnung Ostmeer hinzuzufügen. Ein zweites Beispiel ist der Persische Golf. Der Name reicht bis in die Antike zurück, wird aber seit den 70er Jahren von den arabischen Staaten der Region angefochten. Vor allem von Saudi-Arabien, das vom arabischen Golf spricht. Als 2004 in einer Ausgabe von National Geographic die Bezeichnung arabischer Golf auftauchte, erklärte der Iran, den Journalisten der Zeitschrift keine Einreisevisa mehr auszustellen. Die Vereinten Nationen empfehlen übrigens die Bezeichnung Persischer Golf. Wie Sie sehen, spiegelt sich in unseren Atlanten unsere eigene Geschichte wider. Wir hätten auch den Fall Mazedonien erwähnen können, das früher zu Jugoslawien gehörte. Griechenland verweigert dem Land diese Bezeichnung, da man in Athen der Meinung ist, Alexander der Große sei Mazedonier gewesen und der Name sei Teil der griechischen Geschichte. Die Vereinten Nationen schlugen die Bezeichnung ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien vor, aber der Streit zwischen den beiden Ländern wurde immer noch nicht beigelegt und Griechenland nahm ihn im April sogar zum Vorwand, um den NATO-Beitritt Mazedoniens abzulehnen. Daran wird deutlich, wie eng der Zusammenhang zwischen Geografie und Politik sein kann.